Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 13 und zwar zu einer erneuten nachvertonten Folge, weil ja in der letzten Aufnahme, in der vorletzten Folge, zum Ende der Folge der Stecker aus dem PC rausgerutscht ist. Das wollte ich nur noch mal erwähnen für Leute, die jetzt gerade irgendwie neu einschalten und die letzte Folge nicht gesehen haben. So, es steht das Pokal, das DFB-Pokalfinale an, auch wenn es hier nicht DFB-Pokalfinale heißt, aber es ist das Pokalfinale. So, und wir motivieren anscheinend mal unser Team, anstatt die anderen zu mobben. Also, das andere Team, sonst, naja, weißt du Bescheid. So. Ja, erstmal hier die Trikots auswählen. Teammanagement. Und ja, jetzt müssen wir halt eben noch ein paar Spiele auswechseln, wie zum Beispiel Son, für den kommt Ilicevic rein. Und die Innenverteidiger lassen wir mal drin, die nehmen ja sowieso nicht so viel Damage. Also nicht so viel, die ermüden ja nicht so schnell, weißt du? Wir haben ja unser Team im letzten Spiel, das ja ebenfalls in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen war, unser Team geschont. Wie wir gleich sehen werden, Leverkusen wird mit dem gleichen Team wie im virtuellen Vorgestern ja, an den Start treten. In diesem letzten Spiel dieser virtuellen Saison, dieser imaginären Saison. So, jetzt soll es aber auch reichen. Genau, und wir drücken auf Spielen. Hegeler ist verletzt. Ja, so war es aber auch. Ich glaube, ich trinke mal nochmal einen Schluck von einem Knut-Elixier. Lecker. So. Erst nochmal dieses Non-Skill-Spiel, wie man hier auch gut sehen kann. So, jetzt geht's endlich zum Spiel. Bitte drück weiter, bitte drück weiter. Ja, gut. Die Startelf sehen wir hier nochmal. Traore im Sturm, Van der Vaart dahinter, Ilicevic auf der linken Seite, Jansen rechts. Das hört sich doch mal ganz gut an, oder? Hört sich doch mal nach einer, ja, guten Startaufstellung auch für die nächste Saison an. Bin ja mal echt gespannt, wie sich das dann entwickeln wird in der nächsten Saison. Weil viele Spieler sind ja jetzt schon von ihrer, von ihren Leistungspunkten oder wie man das ausdrücken soll, kratzen ja schon eine 80er-Marke. Davon war ja zu Anfang der Saison nicht wirklich abzusehen. Naja, das Spiel ist gestartet und irgendwie habe ich so ein Déjà-vu an das Spiel von gestern. Wir sind auch gestartet und über links außen gegangen. Irgendwie, ja, das ist doch irgendwie verwunderlich, ne? Dass man immer so seine selben Abläufe hat, ne? So, und eigentlich müsste ich jetzt nach innen gehen und von da aus einen Distanzschuss machen. Aber mache ich Pässe auf Traore, das gibt es doch nicht. Badei haben wir jetzt hier. Badei auf Jiracek. Und jetzt können wir mal schießen. Und da steht noch ein Abwehrspieler im Weg. So, ich habe mir auch jetzt schon mal für diese Folge ein Thema rausgesucht. Da gehe ich aber erst gleich drauf ein, wenn hier sehr spannende Situationen zu Ende sind. Das ist die Spannung ist ja kaum auszuhalten. Ja, so spannend, dass mein Kiefer schon einschläft beim Reden. So, Ilicevic jetzt raus auf Van der Vaart. Was können wir jetzt machen? Der Ball geht nach innen. Traore, Lassina Traore. An der Kante zum Strafraum. Pass wieder zurück auf Van der Vaart. Jetzt haben wir Ivo Ilicevic. Was macht der Kroate? Auf Jiracek. Schießt direkt. Die bessere Wahl wäre wohl gewesen, auf Jansen zu passen. Naja, dafür haben wir ihn jetzt in Ballbesitz. Jetzt wäre eine Flanke nicht schlecht. Die Flanke kommt nicht. Ein Jansen dribbelt sich ein bisschen durch. Jiracek. Was macht er daraus? Passt auf Traore. Traore macht die Dinger ja immer rein. Aber das mit den Pässen, das sollte er vielleicht nochmal üben. So, jetzt haben wir Junior Fernandes. Der Konter von Leverkusen? Fragezeichen. Nein. Wird direkt gestoppt.
Und jetzt wäre ein freier Pass nicht schlecht gewesen, aber dafür ist es jetzt natürlich schon, wenn es viel zu spät. Hätte ich vielleicht etwas schneller schalten sollen. So, Jansen jetzt im Ballbesitz auf Raphael van der Vaart. Die Abwehr ist schon wieder, ja, gestaffelt. Auf jeden Fall sind schon wieder viele Abwehrspieler hinten drin. So, Traore haben wir da. Traore, Traore, Traore. Lassina, Traore. Oh, unter die Latte. Heilige Scheiße. Das war mal verdammt knapp. Und er ist weiterhin im Ballbesitz. Und kann den Ball zwischen den beiden Abwehrspielern hindurchschieben. Aber der Torwart Bernd Leno hält den Ball noch. Und jetzt gucken wir uns das Ganze, diese haarige Situation nochmal in der Wiederholung an. Ja, da sehen wir nochmal die zweite Chance danach. Und hier nochmal dieser schöne Lattentreffer. Wäre schön gewesen, wenn der Ball danach hinter die Linie gesprungen wäre, aber ist er ja leider nicht. So. Jetzt kann es dann aber auch mal weitergehen. Genau, Spiel fortsetzen. Und jetzt kommt die Ecke von Dennis Aogo. Findet nicht genau genug den Mittelfeldspieler. Da muss ich mir nochmal was überlegen mit den Ecken. Da muss ich nochmal. Vielleicht sollte ich die Ecken einfach mal trainieren, weil viele Tore haben wir noch nicht geschossen diese Saison. Nach einer Ecke, aber jetzt Van der Vaart schießt direkt. Jetzt. Oh. Traore im Nachfassen zu spät. Was heißt zu spät? Leno einfach mit einer unglaublich guten Parade. Das Thema, auf das zu sprechen kommen will, das ist richtig. Habe ich mir wieder ein richtig intellektuelles Thema rausgesucht. Aber diesmal geht es nicht über irgendwelche, ja, debilen Zuschauer. Ja, oder Kommentarverfasser. Also ihr könnt gerne weiterhin auch konstruktive Kritik, also nicht, dass ich jetzt irgendjemand verschreckt habe oder so. Schreibt mir bitte wieder ganz viele Kommentare, ganz viele konstruktive Kritik. Ich schwöre euch, ich werde mich darüber nicht lustig machen oder ich werde auch nichts Abfälliges dazu sagen. Aber wenn mir einer so quer kommt, weißt du, da platzt mir einfach irgendwann der Arsch. Das war einfach der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Weil ich habe so ein Video, die Game News, wo ich, und das mache ich auch übrigens nicht mehr, oh, was für eine Aktion, für eine Heldentat von Adler, der hat uns hier nochmal im Spiel gehalten, unglaublich. Auf das Thema, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, darüber rede ich jetzt mal in der zweiten Halbzeit. Aber jetzt rede ich erstmal noch was anderes. Ist mir jetzt noch mal was anderes eingefallen. Und zwar Game News. Damit die pünktlich kommen, habe ich mich echt so abgequält. Ich habe mir noch krampfhaft News aus dem Internet rausgesucht. Ich habe Texte geschrieben. Ich war so übermüdet. Ich habe es nachts um 1 Uhr, war das glaube ich. Oh, Scheiße! Und da fällt das 0:1. Ach du Kacke. Verdammte Scheiße. Naja. Ich habe ja und nachdem ich dann Texte geschrieben habe und übermüdet war und dann aufgenommen habe, tief in der Nacht, und die Folge sollte, kam ja schon dann etwas zu spät, die Game News Folge, und da ging es dann um Screenshot von GTA 5. Und das war mit Abstand die langweiligste und schlechteste News, die ich jemals rausgebracht habe. Und ausgerechnet die, die mit Abstand am meisten geguckt wurde. Nämlich hat sie jetzt über 4000 Klicks. Und jeder Vollpfosten, der meint, dass er irgendwie Meloneneier hat, ne? Obwohl er vielleicht Rosinengrößen hat. Wer weiß das schon? Das ist ja ein Problem in dieser Gesellschaft. Nein, lassen wir die Scheiße mal weg. Jeder, der meint, dass er besonders cool ist, muss irgendeinen dummen Hater-Kommentar einschreiben. Das hat mich echt angekotzt. Wohl in letzter Zeit ist es etwas zurückgegangen und andere Leute haben zurückgehatet. Vielleicht Abonnenten, vielleicht war es ja einer von euch. Dann nochmal vielen Dank, aber ihr müsst euch da nicht mit diesen Vollidioten anlegen.
Also, lass das mal lieber, weißt du? Die sind einfach total gestört. Über so einen haben wir ja in der letzten Folge schon geredet. Und das bringt einfach gar nichts, sich mit solchen debilen Arschlöchern sich auseinanderzusetzen. Jetzt ganz ohne Scheiß, weißt du? Mittlerweile, ja, es lässt einen einfach nicht kalt. Irgendwann regt es einen auf. Einzelnen Kommentar, da siehst du drüber weg. Aber wenn dann so viele Kommentare kommen, letztens habe ich unter einem altes Battlefield Bad Company 2 Let's Play, die erste Folge, als ich gerade dieses rote Mikrofon, das, was ich jetzt gerade habe, da hatte ich dann einen Vorverstärker für, der war richtig kacke, nicht mein super tolles Mischpult, was ich mir da bestellt habe. Was übrigens das gleiche ist, was auch Gronkh nutzt, nur in größer, da kann ich noch mehr Mikrofone dran anschließen, das mal in so einem Video gezeigt. Ja, da hatte ich noch nicht so viel Ahnung davon, wie man das macht, so gute Soundqualität zu bringen. Obwohl ich so ein tolles Mikrofon hatte. Ich dachte, tolles Mikrofon, toller Sound. Nein, diese Gleichung ging leider nicht auf. Und ich muss sagen, ich hatte das Mikrofon sogar noch falsch rumgedreht. Das heißt, ich habe auf die Rückseite gesprochen. Deswegen hat das sich schon mal alleine schon deswegen kacke angehört. Und das der Verstärker hat einfach nicht zu diesem Mikrofon gepasst. Der Ton, der war auch nicht so besonders gut. Obwohl es ein verdammt teures Mikrofon war. Ne? Naja. Und dann ist er auch einer, der muss sofort Daumen runter. Ne? Egal, erstens der Inhalt von dem, was man erzählt. Zweitens das Gameplay und so. Und drittens finde ich auch immer noch aussagekräftig, wenn da jetzt jemand ist, der noch keine Bewertung hatte auf dem Video, direkt einen Daumen runter zu geben, dann ist das Verhältnis 100% negativ. Das ist immer... Naja, das ist meine eigene Einschätzung, aber das hält eben so ein bisschen. Naja. Und dann noch schreiben, die Soundqualität ist zu. Nein, dein Mikrofon ist scheiße, hat er geschrieben. Genau. Dein Mikrofon ist scheiße. Und dann noch der andere Kommentar und irgendwann platzt einem einfach der Arsch und da muss man sich über solche Vollpfosten einfach mal lustig machen, weißt du? Einfach mal. Ja. Die ganze Geschichte umdrehen und sich mal über diese Idioten lustig machen. Naja. So viel dazu. Aber das Thema möchte ich jetzt auch beenden. Und wie gesagt, irgendwann platzt einem mal der Arsch. Und eigentlich darf ich mich gar nicht beschweren, weil ich habe noch gar nicht so viele... Ich habe nicht so viele Zuschauer. Von daher habe ich auch nicht so viele Hater zum Glück. Außer auf diesem einen besagten Video. Naja, egal. So, das Thema, was ich eigentlich erzählen wollte, war, und dazu öffne ich jetzt mal meinen Firefox ganz kurz. Ja, und da muss ich einmal kurz einen Break machen, weil sich Magic's Video Deluxe kurz aufgehangen hat, aber jetzt funktioniert alles wieder. So, auf das Thema, wo ich drauf zurückkommen wollte. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Traore? Ah? Ja, das war's. Und zwar habe ich hier ein Bild von der, ist eine englische Zeitung, Daily Mirror, der tägliche Spiegel zu Deutsch. Ja, Spiegel. Und zwar mit dem fetten Aufreißer, TV and Computer Craze is giving kids cancer. Wenn ich das Ganze jetzt mal auf Deutsch übersetze. Ah, super. Das 1:1. Endlich, Lassina Traore. Wer hätte es sonst machen sollen in der 65. Minute mit dem Ausgleich? Yeah. Boah, was ein heilige Scheiße. Was für ein Tor aber auch. Also nochmal, TV and Computer Craze is giving kids cancer. Die TV- und Computerwelle bereitet Kids, Kindern Krebs. So auf Deutsch übersetzt, wenn ich das so korrekt übersetzt habe. Ich hoffe es mal. Und zwar mit der Begründung, ich habe mir das Ganze mal durchgelesen. Und zwar sagen die, weil Kinder, wenn sie vor dem Computer sitzen,
vor dem Fernseher. Also alleine, wenn sie viel sitzen, angeblich steigt dadurch das Krebsrisiko. Und dann haben sie sich halt eben dazu gedichtet. Ne? Das Sitzen alleine ist ja ein bisschen langweilig, deswegen dichten wir dazu TV und Computer, weil man da ja natürlich viel sitzt. So. Und deswegen sollen Kinder, ja, Kinder, schneller Krebs bekommen, weil sie viel sitzen. Sagt Daily Mirror. Das ist ungefähr wie die Bild bei uns in Deutschland. Ah! Nein, das war's. Schade. So. Und jetzt kommt, ich hab's von GameStar. Die kommen jetzt. Das ist echt klasse. Ob die Tätigkeit während des Sitzens das Krankheitsrisiko beeinflusst, geht aus der Studie nicht hervor. Na super, immer wenn ich was vorlesen will oder irgendwas sagen will, dann fällt ein Tor natürlich. Und es ist das 2:1 in der 77. Minute natürlich durch Lassina Traore. Also, geht aus der Studie nicht hervor. Es wäre sicherlich interessant zu wissen, ob es für Kinder gefährlich ist, stundenlang am PC, an den Hausaufgaben oder in der Schule zu sitzen. Und damit hat sich das Ganze natürlich sofort wieder erledigt. Und ich finde, das steht ja auch in den Kommentaren. Hier gibt es auch so eine Art Top-Comment, wenn ich das richtig sehe. Der letzte Absatz ist gut. Die Schule ist schuld. Ja, wussten wir doch alle, Schule verursacht Krebs. Das heißt, wir dürfen nicht mehr so lange in der Schule sein. Weil bekanntlich, wenn man viel sitzt, kriegt man halt den Krebs. Ne? Gut, ich gebe jetzt zu, das Thema war jetzt nicht so geil. Aber irgendwas muss ich ja labern. Ich glaube, die Let's Plays, das liegt mir, glaube ich, etwas mehr als das mit den Commentaries. Was haben wir denn hier? Haben wir hier einen Elfmeter? Na? Ja oder nein? Alter. Ich will hier jetzt irgendeine Taste drücken, so eine... Oh, natürlich mal wieder kein Elfmeter. Es ist nur ein Freistoß. Der Freistoß war sogar kacke, ziemlich kacke sogar. Ich glaube, dass derjenige, der da spielt, der hat einfach überhaupt keinen Skill und er ist einfach nur total schlecht. Ich freue mich auch schon riesig auf die nächste Saison. So, ja, Van der Vaart. Geht leider nicht rein, der Ball. Was mache ich denn jetzt? Was sollte das denn jetzt, bitteschön? Naja. Ach, ich habe wieder Durst auf Knut-Elixier. Wenn ich weiß, was ich jetzt meine, der sollte sich die letzte Folge angucken. Oder ich erzähl's. Ich habe hier so eine fette Cola-Flasche stehen und da ist so ein Eisbär drauf, der eigentlich noch blasser ist, als ein Eisbär jemals zuvor gewesen ist. Und deswegen habe ich vermutet, dass das die Leiche von Knut ist. Boah, wie knapp soll das denn hier bitte schön abseits gewesen sein? Unglaublich. So. Ich sehe, der Krampf hat bald ein Ende. Wir haben, sehe ich das richtig, 86. Minute oder so. Ich gucke jetzt gerade leider nicht mehr in Vollbild. So. Auf jeden Fall führen wir jetzt 2:1. Und das könnte natürlich, wenn das so weiterläuft, der Sieg im DFB-Pokal sein. So, von der Fahrt. Oh, schön. Wunderschön, und jetzt Van der Vaart alleine durch. Ja, er macht das Tor. Wunderschön. In der 90. Minute macht er hier das 3:1. Hier kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Wunderschön, hier den Pfosten getroffen. So schön. Auch die Kombination hier. Van der Vaart durch die Beine. Nee, doch nicht. Aber schön vorbeigesteckt und dann schnell umgeschaltet. Oder schnell geschaltet von Lassina Traore. Und dann steckt er den Ball weiter durch zu Van der Vaart, der in die 1-gegen-1-Situation gegen Bernd Leno gewinnt.
und mit der Hilfe des linken Pfostens das 3:1 macht. Sehr schön. Aber kann Leverkusen hier jetzt noch einmal kontern? Vielleicht ihre letzte Chance oder ihre vorletzte Chance in diesem Spiel? Oh, 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 oh. Oh. Adler ist hellwach, dem kann man heute nichts vormachen. Wunderschön. Und das ist der Sieg. Und das ist das Ende einer glorreichen Saison. Hier sehen wir unser Team nochmal feiern. Und noch schöner ist das andere Team bedröppelt zu sehen. Schadenfreude ist doch die beste Freude. Naja. Yeah. Müsste jetzt gleich noch ein Feuerwerk kommen. Das wäre ganz nice. Frag mich, ob die Schnipsel bei anderen Teams auch blau-weiß sind oder ob die bei Bayern irgendwie zum Beispiel rot-weiß wären oder so. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber mich wundert sowieso, dass die PlayStation solche heftigen Partikeleffekte mitmacht, genauso wie das mit dem Feuerwerk. Ja, und da gibt es nochmal so ein Slide auf dem Eis, weißt du, hier, ne? Als Bedankung und dieses Feuerwerk, das widme ich euch, dass ihr diese Saison so schön zugeschaut habt, immer so tolles Feedback gegeben habt, mich auch schon letzte Folge dafür bedankt und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Saison wieder. Wohl ein bisschen geht's ja hier nochmal weiter. Ein wenig, boah, traurig, 9,6, die Bewertung ist ja einfach nur der Wahnsinn. Naja, aber jetzt kommen wahrscheinlich die Nächsten wieder an und sagen, oder irgend so ein Idiot kommt wieder an und meint, auf Profi, heul nicht so rum und so ein Scheiß. Sieger, DFB-Pokal. So. Nächste Folge kann ich dann endlich wieder Let's Playen. Da freue ich mich dann auch wieder drauf. Das liegt mir, glaube ich, mehr. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen dieser Folge von Let's Play FIFA 13. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.